Ja, Freunde, ich möchte euch eine Partie zeigen, die ich kürzlich auf Lichess gespielt habe. Da habe ich inzwischen doch wieder etwas über 2000 Elos erreicht. Hauptsächlich dadurch, dass ich versucht habe, die wichtigste Regel im Schach überhaupt zu beherzigen, nämlich Sorgfalt, Sorgfalt, Sorgfalt. Viel zu oft macht man Züge, selbst in Korrespondenzpartien, wo man endlos Zeit hat, wo man einfach nicht genug überlegt und keine Lust dazu überlegen. Das ist auch eine Frage der Faulheit. Manchmal meine ich, da ist ja klar, welchen Zug ich da mache oder ist keine besondere Situation, spiele ich erstmal den Springer raus oder so und bums, schlägt es ein. Und also das ist das Allerwichtigste. Aber es gibt auch noch ein paar andere Dinge, die man beherzigen sollte. Und das kann man, glaube ich, anhand dieses Spiels, einige davon jedenfalls, gut zeigen. Ich habe also Londoner System gespielt, mache ich ja ganz gerne, wenn ich mit D4 eröffne. Und hier kommt es erstmal darauf an, sich aufzubauen. Entwicklung, Entwicklung, Entwicklung. Beide Seiten machen das hier vollkommen richtig. Möglichst nicht die gleiche Figur doppelt ziehen, eine solide Stellung erreichen, keine Schwächen zulassen und Figuren entwickeln. Hier muss man schon aufpassen. Man muss auch immer überlegen, was plant der Gegner, warum macht er so einen Zug? Scheinbar will er verhindern, dass ich mit meinem Läufer hier hinkomme, aber habe ich ja gar nicht vor. Der Läufer steht hier ja ganz gut. Warum zieht er also diesen Zug hier? Naja, offensichtlich will er meinen Läufer angreifen. Jetzt kann man sagen, ist ja nicht so schlimm, der hat ja ein Fluchtfeld, aber dann käme der Springer. Vermutlich jedenfalls war das sein Plan und dann würde er den Springer gegen den Läufer tauschen. Und das ist so eine Sache, die ich auch erst in der letzten Zeit stärker beherzige. Man sagt zwar, Läufer und Springer sind etwa gleichwertig mit 3 Punkten, aber das stimmt nicht ganz. Erstmal ist das Läuferpaar stärker als das Springerpaar. Und zweitens ist der Läufer vor allen Dingen in offenen Spielen und im Endspiel meistens stärker als der Springer. Also den tauscht man nicht so gerne. Und schon gar nicht im Londoner System, wo der Läufer hier eine zentrale Rolle spielt. Wie kann ich das verhindern, diesen Plan von ihm? Also ganz wichtig, die Pläne des Gegners auch beachten und nicht nur die eigenen zu verfolgen. Naja, ich habe einfach ein Fluchtfeld geschaffen. Schon kam auch der Angriff. Ich habe von meinem Fluchtfeld Gebrauch gemacht. Jetzt kam es hier zum Austausch. Er rochiert. Nächste Regel, die man auf jeden Fall beherzigen sollte, schnell rochieren. Also Entwicklung des Springers. Er besetzt die E-Linie und ich habe rochiert. So, und jetzt spielt er den Läufer zurück. Das ist so ein bisschen verschwendete Zeit gewesen vielleicht. Weil den hat er erst hierhin gespielt, jetzt wieder zurück. Er will die E-Linie hier beherrschen mit seinem Turm. Das wollte ich ihm aber nicht gestatten. Ist auch wichtig, etwas, was ich früher nicht so bedacht habe. Linien beherrschen, Felder beherrschen, die im Augenblick vielleicht noch nicht so relevant erscheinen, aber im weiteren Verlauf des Spiels entscheidend sein können. Und diese offene Linie hier, die wollte ich ihm nicht lassen. Und da soll man drum kämpfen. Das hat er auch getan. So, jetzt bin ich mit dem Springer hierhin. Ja, er greift den Springer an. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Ich hätte ja ohne weiteres den Springer schlagen können. Mit Schach sogar. Sieht gut aus. Aber was hätte ich davon gehabt? Er hätte mit der Dame genommen. Und dann hätte ich eine entwickelte Figur praktisch verloren. Und er hätte zwar auch einen Springer verloren, aber dafür eine weitere Figur entwickelt. Also ich hätte ihm geholfen, seine Figuren zu entwickeln. Und das sollte man möglichst nicht tun. Lieber den anderen schlagen lassen und dann selber versuchen, da wenn auch vielleicht nur kleinen Entwicklungs- oder Positionsvorteile rauszuziehen. In der Regel. Es gibt natürlich Ausnahmen. So, das habe ich hier gemacht. Also habe mich weiterentwickelt. Den Springer, der ja dreimal angegriffen ist, nochmal geschützt. Jetzt kam es hier zum Austausch, der eigentlich gleichwertig für beide Seiten ist. So stand es jetzt. Eine ausgeglichene Situation. Keiner hat einen Fehler gemacht. Und auch die Engine sieht das, glaube ich, so. So, jetzt will er seinen Turm ins Spiel bringen. Auch das muss man sich überlegen, was plant er mit diesem Zug, warum die Dame hier hin. Er will den Turm auf die E-Linie wieder bringen und die beherrschen. Also kommt jetzt erst mein Turm. Hier spiele ich den Vorteil des Weißen aus, immer einen Zug im Vorsprung zu sein. Jetzt kann er mit dem Turm da nicht hin und greift die Dame an. Und das war meiner Meinung nach jedenfalls ein Fehler, denn er schwächt seine Königsstellung. Das sollte man möglichst vermeiden, vor allen Dingen, wenn die Damen noch auf dem Brett sind. Bums kommt auch schon der Schach. Er muss mit dem König weg. Und ich habe jetzt versucht, den lästigen Springer zu vertreiben. Hier, da hatte ich durchaus eine Idee dabei. Ich wollte nämlich gerne mit meinem Springer, wo ist er jetzt hier?
ja, hier auf dieses Feld die Dame angreifen. Und ich wollte ausnutzen, dass dieser Bauer gefesselt ist, denn der kann ja nicht ziehen, weil die Dame schutzlos ist. Das ist der nächste Punkt, den man hier vielleicht nochmal in Erinnerung rufen sollte. Möglichst keine Figuren ungedeckt stehen. Das sind schon gar nicht so wertvolle wie die Dame. Das führt nämlich zu solchen Situationen, dass man hier den Bauern zum Beispiel gar nicht bewegen kann. So, wie ging es weiter? Er deckt jetzt erstmal den Bauern. Die Engine findet das okay, ich nicht, weil er wiederum die Königstellung schwächt. Und wir werden gleich sehen, dass das ihm auch tatsächlich zum Verhängnis wird. Denn hier sind Angriffslinien jetzt ohne Ende gegen seinen König, der relativ offen steht, während meiner da unten doch sehr, sehr gut geschützt erscheint. So, ich habe den Springer versucht zu vertreiben, der geht hier hin. Und jetzt habe ich erstmal meinen Turm geschützt und auch das ein prophylaktischer Zug. Wieder die allgemeine Regel, nicht zu forsch angreifen, ohne das entsprechend vorzubereiten. Die Idee war ja, mit dem Springer hier hinzugehen, die Dame anzugreifen. Der kann ja von dem Bauern nicht geschlagen werden. Aber er könnte dann, und soweit sollte man schon versuchen zu denken, was macht der Gegner im nächsten Zug? Er könnte mit dem Turm dahin. Und wenn ich dann die Dame schlage, schlägt er meinen Turm und wenn der König hier noch steht, bin ich matt. So, und darum habe ich den König prophylaktisch hier hingestellt, um diesen Angriff vorzubereiten. So, er tauscht jetzt hier die Bauern aus und bringt seinen Springer damit wieder in die alte Position. Und jetzt habe ich aber trotzdem diesen Angriff hier gefahren. Und ja, er nutzt jetzt seinen Springer, um den zu tauschen. Hier habe ich jetzt einen Fehler gemacht. Aber das kann vielleicht auch nur die Engine so weit rechnen. Man kann ja hier entweder mit dem Turm oder mit dem Bauern schlagen. Was hättet ihr gemacht? Also mir schien es sinnvoller, mit dem Turm zu schlagen. Erstmal sind die beiden verbundenen Bauern hier, sehen stärker aus, als wenn der hier einzeln ist, der einzeln ist. Gut, den hätte ich jetzt noch decken können mit dem. Aber ich wollte ja mit dem Turm auch in den Angriff kommen. Ich dachte, ich aktiviere den Turm. Der kann ja nicht geschlagen werden. Immer noch die Fesselung. Die Engine hätte anders gespielt, aber gucken wir uns einfach an, wie es weitergeht. So, jetzt hat er die Fesselung aufgehoben. Und Achtung, immer wieder passiert es, man fühlt sich sicher, weil die Figur, die schlagen könnte, ist gefesselt. Jetzt wird die Fesselung aufgehoben. Man übersieht das, dass man den Turm ja jetzt in Sicherheit bringen muss. Jetzt kann er ja schlagen. Und da sind schon viele Spiele verloren gegangen. Und ich habe auch viele beobachtet, wo das passiert ist, aus diesem Grund. So, es ist mir hier jetzt nicht passiert. Ich bin mit dem Turm weiter vorgegangen, mache weiter Druck auf diesen Bauern und er geht hier. Jetzt haben wir aber immer noch eine Fesselung, die sich gleich verhängnisvoll auswirken wird für den Schwarzen. Aber zunächst mal versucht er hier die Dame zu tauschen, strategisch richtig, kann man sich auch merken. Wenn ich in bedrängter Stellung bin, dann versuche ich Figuren abzutauschen. Und wenn ich das nicht bin, wenn ich die aktivere Stellung habe, und die habe ich hier, dann ist der Tausch in der Regel schlecht für mich. So, also habe ich die Dame nicht getauscht, sondern zurückgezogen und gleichzeitig diesen angegriffenen Bauern hier, den er sonst hätte schlagen können, geschützt. So, jetzt macht er einen Zug, der praktisch das Spiel verliert. Ich nehme an, dass er die Idee hatte, dieses Feld hier mit seinem König zu schützen, weil wenn der Turm hier mal irgendwann weggeht, dann hätte ich ja sonst hier einen Schach gehabt. Das will er verhindern, aber wir werden gleich sehen, dass genau das passiert. Wie hättet ihr hier weitergespielt? Überlegt mal den Moment. Und wieder kommt das Motiv der Fesselung. Denn jetzt erwacht plötzlich der Läufer, der hier hinten scheinbar überhaupt nicht teilgenommen hat, zum Leben. Und zwar wird er zum Monster, er greift den König an und kann nicht geschlagen werden. Oder besser gesagt, wenn er geschlagen wird, dann kann ich mit dem Turm die Dame nehmen. Gut, ich würde Läufer und Turm geben für die Dame. Es wäre immer noch ein offenes Spiel. Hier sogar die beste Variante für Schwarz. Aber auf jeden Fall ist es ein starker Angriff für Weiß. Und er wollte vermeiden, diesen Tausch Turm und Läufer gegen Dame, geht zurück. Und damit ist das Spiel praktisch endgültig verloren. Hier hat er zu passiv gespielt oder versucht, etwas zu retten, was nicht zu retten ist. Manchmal muss man einfach akzeptieren. Auch das habe ich erst spät gelernt, dass man temporär einfach mal einen Figurenvorteil zurückgibt oder einen Figurennachteil oder einen Bauernverlust in Kauf nimmt, um Schlimmeres zu verhindern. Und wenn man dann sagt, nein, will ich nicht und ich versuche es irgendwie anders, dann wird es
manchmal, und in diesem Falle auf jeden Fall, umso schlimmer. Der richtige Zug hier ist der. Zack, Schach. Obwohl der Turm ja geschlagen werden kann. Turmopfer. Aber wenn er ihn schlägt, dann kommt tatsächlich hier das Schach mit der Dame. Und der König ist schon matt, weil das Feld kann er ja nicht betreten, dadurch, dass der Läufer hier steht. Also wunderbar. Der Bauer hier ist gefesselt, kann den Läufer nicht schlagen. Das Schach kann auch nicht dadurch abgewehrt werden, sinnvoll, dass der Läufer den Turm schlägt. Es gibt nur noch einen Zug. Er geht mit dem Läufer dazwischen, aber jetzt ist es einfach zu spielen. Ich habe einfach den Läufer genommen mit Schach. Einziges Feld für den König ist dieses. Und jetzt ist nochmal interessant, wie muss man jetzt weiterspielen? Also nahe liegt es ja zum Beispiel mit dem Turm abzuziehen, ganz gefährlich, Abzugsschach. Der Läufer gibt dann automatisch Schach und die Dame anzugreifen. Aber da hätte der Gegner dann die Möglichkeit gehabt, das schachgebende, fast hätte ich den Zug gemacht, aber dann habe ich gesehen, ist gar nicht der Beste, den schachgebenden Läufer zu schlagen. Und in dem Falle, nehmen wir das mal an, also der Turm steht hier, dann hätte ich mit dem Turm zwar die Dame schlagen können, aber er hätte dann durch Rückschlagen wiederum den Läufer und den Turm bekommen für seine Dame und das Spiel wäre immer noch offen gewesen. Oder sagen wir mal, gut, Dame gegen Turm dann am Schluss. Hätte er wahrscheinlich auch verloren. Aber ja, das wäre noch das Beste gewesen. Aber es gibt hier einen besseren Zug für Weiß, als die Dame anzugreifen. Und dieser Zug ist der. Doppelschach. Das Gefährlichste, was es überhaupt gibt. Denn jetzt muss der König ziehen. Er kann nicht beiden Schachs gleichzeitig ausweichen. Er kann ja auch nicht den Turm schlagen, weil der durch die Dame gedeckt ist. Er kann den Turm aber auch nicht mit dem Turm schlagen, weil der dann immer noch dieses Schach hier ist. Und er kann den Läufer auch nicht schlagen, weil der ja immer noch den Turmschach gibt. Also, der König muss ziehen. Ist immer so beim Doppelschach. Ja, und jetzt wieder die Frage, wie spielt man jetzt weiter? Das ist aber, glaube ich, ganz einfach. Jetzt kommt die Dame aus dem Hinterhalt und schachmatt. Die Dame schützt den Turm und gleichzeitig gibt sie Schach. Nichts mehr kann dazwischen gezogen werden. Ja, und so ist in 0, nix aus einer eigentlich, ja, man kann sagen, ausgeglichenen Situation ein verheerender Angriff geworden. Und das lag daran, dass diese Fesselungen hier praktisch das Spiel entschieden haben und die eigenen Figuren des Schwarzen waren zu wenig entwickelt. Der Läufer steht noch auf der Grundlinie rum, hatte da ein wichtiges Tempo verschenkt, indem er erst hierhin und dahin gezogen ist. Und das wirkt sich dann am Ende verheerend aus. Also man muss bei jedem Zug tatsächlich auch solche Dinge beachten. Die Währung im Schach sind ja nicht nur die Figuren, die auf dem Brett sind und die Punkte, die man erobert hat, es sind auch die Tempi. Wie viele Züge habe ich gebraucht, um meine Position zu erreichen? Wie viele Züge habe ich verschwendet? Denn das kann hinterher den Ausschlag geben, einfach dadurch, dass der Gegner dann die bessere Entwicklung hat und davon profitiert. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.